So. Hallo Bad Marienberg, hallo Deutschland. Uli Weller. Hallo. Erstmal noch, Entschuldigung. Erstmal nochmal vielen Dank für jeden, der hier Gesicht zeigt. Das ist momentan wichtiger als je zuvor. Und es ist auch völlig unabhängig davon, ob und was jetzt mit dem Stegskopf passiert. Übrigens fahren die Busse dort oben komischerweise immer noch. Also dort oben ist nicht leer. Aber es geht um unser Land, um Deutschland und um das, was wir unseren Kindern und Enkeln hier hinterlassen. Ich protestiere nicht öffentlich gegen diese Flüchtlingspolitik, weil ich Familie habe. Oder ich wage es nicht, meinen Mund aufzumachen, weil ich dann sicher in die rechte Ecke gestellt werde oder Repressalien auf der Arbeit befürchte. Oder ich mache mir große Sorgen wegen dieser ungebremsten und ungesteuerten Einwanderung und habe Angst vor der schleichenden Islamisierung. Aber ich habe auch Angst, auf Demonstrationen, zu Kundgebungen oder zu Pegida zu gehen, weil ich Kinder habe. Aussagen wie diese höre ich seit Tagen, Wochen und Monaten zuhauf in meinem Familien-, Freundes- und Kollegenkreis. Aber diese Aussagen sind ganz sicher die falschesten Gründe überhaupt, um schweigend unserem Untergang zuzuschauen und nichts zu unternehmen. Denn genau diesen Untergang hinterlassen wir Kindern und Enkeln als unser Erbe. Ich möchte mich in 20 Jahren nicht fragen lassen, warum habt ihr nichts dagegen getan? Ihr wart doch dabei. Und keiner solle sagen, er, sie hätte es nicht gewusst. Gleich so weitermachen. Hört ihr mich denn alle? Ja, wenn du sie näher, da geht's ja so. Nimm die Blätter, Blüte. Das ist aber falsch. Hallo? Hallo? Besser? Okay. Und keiner soll sagen, er oder sie hätte nichts davon gewusst. Also Bürger dieses Landes, Angehörige dieses Volkes, hebt euren Hintern und geht auf die Straße. Gerade wenn ihr Kinder habt. Es ist ihre Zukunft. Sicher besteht dabei die Gefahr der Denunziation. Die Politik fördert Denunziantentum geradezu. Und niemand möchte sich seiner Existenzgrundlage durch Repressalien im Beruf berauben lassen. Aber das soll alles kein Grund sein, sich überhaupt nicht zu wehren und völlig still zu sein. Denn das ist genau das, was unsere Regierenden und deren Medien wollen. Eine Herde ängstlicher Schlafschafe. Wir liberalisieren uns zu Tode und versinken verblödend in speiertrömischer Dekadenz. Die Deutschen leiden laut Fokus an Bequemlichkeitsverblödung. Alexander Kissler schreibt in Toleranz, keine Toleranz den Intoleranten, Zitat, der Westen hat sich zu einer Vereinigung von Menschen entwickelt, denen alles egal ist, solange niemand sie bei Lebensgenuss und dessen Verdauung stört. Das EU-Türkei-Abkommen, das mancherorts als geniale Verhandlungslösung gefeiert wird, kommt dem gesunden Menschenverstand irgendwie komisch vor. Deshalb will ich mich mal diesem Abkommen widmen. Wieso sollte bei einem 1:1 Umtausch von zwei Formen der Migration, ein legaler Migrant gegen einen illegalen Migranten, am Ende weniger Migration herauskommen? Steigt die Zahl der Migranten, die in der Türkei ankommen und nach Griechenland weiterziehen, wird die Zahl derer, die Europa verpflichtend aufnehmen muss, im gleichen Verhältnis steigen. Die illegalen Migranten werden zurückgeschickt und dafür kommen aus der Türkei dann ein Kontingent in gleicher Zahl erneut über die Grenze. Diese muss die EU dann aufnehmen.
Die Türkei ist durch das Abkommen sicher, dass ein wachsender Zustrom von Migranten für sie keine zusätzliche Belastung mit sich bringt. Denn sie kann ihn in entsprechend anderer personeller Zusammensetzung an die EU weiterreichen und damit auch an uns. Sie haben also kein Interesse daran entwickelt, die Durchgangszahlen insgesamt zu verringern. Das Abkommen führt nicht zu einer Reduzierung des Grenzverkehrs, sondern nur zu einer zusätzlichen Schleife im Grenzverkehr, mit einem zusätzlichen Kontrollaufwand in ganz Griechenland und damit mit neuen Touren für illegale Praktiken. Insofern ist es ein täuschendes und ein verheerendes Abkommen. Das liegt nicht etwa daran, dass in der Türkei oder in Griechenland nur üble Schurken regieren, sondern daran, dass das Abkommen einen völlig falschen Anreiz setzt und nicht das Interesse an sicheren Grenzen fördert. Es setzt nicht den Hebel am Hebel Grenze an, sondern nur an der Form des Migrierens. Es will nur eine Form des Migrierens, die Wilde, durch eine andere Form, die Geordnete, ersetzen. Und dieses Ordnen steht vorläufig nur auf dem Papier. Doch merkwürdig, die ersten Reaktionen in Politik, Medien und Wissenschaft betrachten gar nicht diesen Kernpunkt des EU-Türkei-Abkommens. Als ob man die Gefahr schlechter Verträge gar nicht kennt. Und nun wird wieder ein neues Vertragsmodell in die Welt gesetzt, das schon jetzt ein Moment der Unumkehrbarkeit, wie Angela Merkel sagt, in sich tragen soll. Vielleicht werden wir die Migrantenumtauschschleife morgen schon an anderen Grenzabschnitten im Süden Europas sehen. Allein vor Sizilien sind schon wieder viele tausend gerettet worden. Auf jeden Fall ist der neue Migrationsrechtehandel mit einer trügerischen Vision verbunden. Er soll die Schutzfunktion der Grenze dadurch überflüssig machen, dass die Migranten die Sinnlosigkeit eines illegalen Grenzübertritts einsetzen. Es ist also wichtig, die Anreize und Wirkungen eines solchen Grenzersatzes näher zu betrachten, besonders angesichts der im Sommerhalbjahr zu erwarteten neuen Migrationswelle. Mal zu dem Thema, wie die Tauschidee entstand. Bereits am 14. Februar berichtete Michael Martens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem Vorschlag aus dem Institut Europäische Stabilitätsinitiative, der für eine Kombination aus Rückführung von illegalen Migranten in die Türkei und die Direktabnahme von Migranten aus türkischen Lagern plädierte. Es ist also nicht so, dass das EU-Türkei-Abkommen auf einen Vorschlag der Türkei zurückgeht. In dem zitierten FATS-Bericht ist allerdings von einer 1:1 Umtauschrate zwischen illegalen und legalen Migranten noch nicht die Rede. Eine solche feste Rate ist abwegig, denn sie wird zwischen zwei ganz unkompatiblen Größen eingerichtet. Warum sollte der Bedarf bei der humanitären Aufnahme der Zahl der illegalen Grenzübertritte entsprechen? Er kann sowohl größer als auch kleiner sein. Mehr noch, willigt Europa in eine solche Rate ein, wird Europa zum Spielball der Entwicklung der illegalen Grenzübertritte. Und Europa macht sich von einer fremden Größe abhängig. Wo setzt das Türkei-Abkommen überhaupt an? An der türkischen Grenze in der Ägäis? Logisch, nicht unbedingt. Denn die Türkei ist nicht das Ursprungsland der Migrationswelle, sondern nur Durchgangsland. Das Abkommen müsste eigentlich einen Anreiz schaffen, diesen Status als Durchgangsland zu verringern. Also schon beim Einströmen in die Türkei oder beim Weiterziehen an der Ägäisküste ansetzen. Das tut es aber nicht, sondern nimmt das Durchmigrieren als vollendete Tatsache einfach hin. Mehr noch, sind die Migranten in der Türkei angekommen, fördert die Türkei das Durchmigrieren. Denn nur dann, wenn illegale Migranten in Griechenland abkommen, kann diese Deal überhaupt stattfinden. Erst dann kann die Rücknahme eingeleitet werden, und die Türkei kann über den 1:1-Umtausch ihre Lagerbestände an Migranten verringern. Am Ende dieser Migrantenumtauschschleife hat sie dann weniger Migranten. Sie wird also im Rahmen dieses Abkommens keinerlei Interesse an scharfen Kontrollen an der Ägäis entwickeln. Sie wird dazu neigen, sich nur auf Scheinkontrollen zu beschränken, damit das Tauschgeschäft weitergeht
und der Umsatz an Migranten möglichst hoch bleibt. Und Griechenland hat auch kein wirkliches Interesse an besonderen scharfen Abwehrmaßnahmen. Wenn Griechenland nämlich weiß, dass die umgetauschten Migranten im gesamten EU-Raum verteilt werden, bleibt bei ihr ebenso wenig hängen wie vorher bei der Durchwinkelpraxis. Das einzige Element, das wirklich auf Griechenland gewirkt hat, war die Schließung der mazedonischen Grenze durch ein Bündnis europäischer Staaten. Nur diese Schließung hat dafür gesorgt, dass Griechenland endlich mit der systematischen Registrierung und dem Aufbau von geschlossenen Lagern begonnen hat. Doch eben diese Grenzschließung ist gar nicht Teil des EU-Türkei-Abkommens. Die Schließung der Grenzen auf dem Balkan wird weder begrüßt noch unterstützt. Man übergeht sie mit eisigem Schweigen. Damit zieht das Abkommen indirekt das wichtigste Element der gegenwärtigen Stabilisierung in Zweifel. Die Befürworter des EU-Türkei-Abkommens argumentieren subjektiv psychologisch. Der Tausch illegaler gegen legale Migranten würde auf die Illegalen eine abschreckende Wirkung haben. Der illegale Grenzübertritt würde sich ja dann nicht mehr lohnen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte würde also zurückgehen und sich damit auch das Tauschgeschäft von selbst erledigen. Es würde gewissermaßen sanft einschlafen. Ich glaube aber, das darf man bezweifeln. Man muss die illegalen Migranten ja ergreifen und festhalten, um sie dann zurückführen zu können. Das erfordert eine Härte und Motivation auf Seite der Grenzländer, die man bisher dort nicht fand. Und das Tauschgeschäft wird die Motivation nicht unbedingt erhöhen, denn es bietet ja keine längere Perspektive. Wenn die Abschreckung wirkt, gibt es ja kein Tauschgeschäft mehr. Die Übernahme legaler Kontingente wäre beendet. In praktischer Hinsicht macht das Abkommen die Kontrollaufgabe auf europäischer Seite eher schwieriger als leichter. Die griechische Schleife, die die Migranten vor ihrer Rückführung machen müssen, öffnet Tür und Tor für das Untertauchen von Migranten, für neue Schleuseaktivitäten und Korruption. Dabei sollte man bedenken, dass bei vielen Migranten eine Risikobereitschaft auf Leben und Tod zu finden ist. Hinzu kommt, dass die Kontrolle des griechischen Staates über das eigene Territorium sowieso sehr brüchig ist. Wenn schon die deutsche Regierung nach ihrer Grenzöffnung keine verlässliche Kontrolle der Massenmigration zustande gebracht hat, wie sollte es dann die griechische Regierung können? Die Grenzverächter dieser Welt haben eine merkwürdige Logik. Sie beschweren sich lauthals über die Anstrengungen, Verzögerungen und Kosten, die eine nicht funktionierende Grenze beinhaltet. Aber sie sagen nie, welche Anstrengungen, Verzögerungen und Kosten ohne Grenzen anfallen. Dann nämlich müssen alle Vorgänge im jeweiligen Inland kontrolliert und bearbeitet werden. Die grenzfeindliche Politik Ich bitte die technischen Probleme zu entschuldigen. Die grenzfeindliche Politikdoktrin der deutschen Regierung und der EU-Kommission hat zu einer europaweiten Chaosfläche geführt, die man mit verschiedenen Identitäten fast völlig nach Belieben zirkulieren kann. Das Gegenmodell zum Migrantentausch, die Grenzsicherung auf der Westroute. Die sogenannte Westroute, damit meine ich Westafrika, Marokko, Spanien, war einmal die Route mit den meisten illegalen Grenzübertritten nach Europa. Allein im Jahr 2006 kamen fast 32.000 Afrikaner über die Meerenge von Gibraltar bzw. über die Kanarischen Inseln. Das ist schon fast vergessen, denn die Zahlen sind drastisch gesunken. Ein Bericht in der FAZ vom 9. Oktober 2015 nennt für die erste Jahreshälfte 2015 die beinahe unglaubliche Zahl von 342 Migranten, die Spanien durch illegale Bootsüberfahrten erreichten. Ich nehme an, das sind weniger als hier in Bad Marienberg zugange sind. Was ist hier geschehen? Spanien hat die Zusammenarbeit mit Marokko, aber auch mit Mauretanien, Senegal und Kap Verde systematisch ausgebaut. Es handelt sich um eine Mischung von Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik mit einem deutlichen Akzent auf der Sicherheit. Die Kooperation macht den Außeneinsatz der spanischen Guardia Civil
auf fremden Hoheitsgebieten möglich und die sofortige Rückführung illegaler Migranten. Das ist ganz praktische Widerlegung der These, gegen den Ansturm von Süden wäre keine Grenze und besonders keine Seegrenze zu halten. Es ist auch keineswegs so, dass mit einer totalen Abschottung bezahlt worden wäre, was Spanien da gemacht hat. Der Waren- und Pendlerverkehr über die spanisch-marokkanische Grenze ist durchaus lebhaft und hat in den letzten 10 Jahren sogar noch zugenommen. Zukunftsinvestition Grenzen. Die Massenmigration unserer Zeit ist kein Sachverhalt, der mit Tauschgeschäften geregelt werden kann. Die Migration muss wieder auf ein verträgliches Maß zurückgeführt werden. Und deshalb läuft jede wirkliche Lösung am Ende auch auf ein Zurückweisen hinaus. Dies Zurückweisen aber führt zum Instrument Grenze oder genauer zu einem gestaffelten System von Grenzen, das möglichst nahe bei der Entstehungsregion der heutigen Migrationswelle ansetzt. Schaut man auf das erfolgreiche Grenzsystem an der Westroute, so ergibt sich nicht das Bild einer großen gesamteuropäischen Reichsgrenze, sondern ein weit ausgereifteres und zugleich engeres Bild. Weit ausgereift, weil das Grenzsystem außeneuropäischer Länder einbeziehen muss und an ihr Interesse als eigenständige Staaten appellieren muss. Enger, weil es auf die besonderen Situationen einzelner Korridore zugeschnitten sein muss, also aus mehreren Einzelsystemen bestehen muss. Die Vorstellung eines neuen großen Limes gehört zu einem Eurozentrismus, der nicht in die moderate Welt passt. Auf der Balkanroute wird die Situation, solange ein Provisorium bleiben, wie nicht die Lage an der türkisch-syrischen Grenze stabilisiert ist und der Staat Syrien und die amtierende Regierung als legitimer Vertragspartner anerkannt ist. Dort sollte das Hauptgewicht aller Anstrengungen liegen. Aber die Situation wird auch so lange ein Provisorium bleiben, wie es in der Mitte Europas noch eine deutsche Regierung gibt, die mit pauschalen Ausnahmezusagen das Migrationsfieber weiter anheizt. Deshalb muss diese Regierung weg. Das EU-Türkei-Abkommen ändert an diesen kritischen Eckdaten der Lage nichts. Die Erfahrungen an der mazedonischen Grenze und die Erfahrungen mit der Regelung auf der Westroute sind ermutigend. Sie sind auch zukunftsweisend. Wenn man davon ausgeht, dass Europa wahrscheinlich noch ein ganzes Jahrhundert unter Migrationsdruck stehen wird, lohnt es sich, in Grenzen zu investieren. Das gilt materiell und rechtlich. Was werden wir noch bei den materiellen Grenzanlagen an Differenzierungen der Tore und Zwischenlager sehen? Und wann kommen wir endlich zu einer zeitgemäßen Neuordnung des internationalen Rechts, die sowohl die individuellen Menschenrechte als auch das Völkerrecht der Staaten gerecht wird? Allerdings, und das bilde ich mir hoffentlich nicht nur ein, haben wir eine Verantwortung für diese Zukunft dieses Landes und dieses Volkes. Und ganz besonders haben wir Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Der Schaden, den unsere Regierung in den letzten Jahren angerichtet hat, der ist unumkehrbar. Aber wir müssen dafür kämpfen, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Wie war das jetzt gleich nochmal? Ich protestiere nicht öffentlich gegen die Flüchtlingspolitik, weil ich Familie habe. Oder ich wage es nicht, meinen Mund aufzumachen, weil ich dann sicher in die rechte Ecke gestellt werde oder Repressalien auf der Arbeit befürchte. Denkt noch einmal deutlich darüber nach, bevor es zu spät ist. Da es in den veröffentlichten Diskussionen und in den diversen Talksendungen immer noch ein Tabu ist, schonungslos zu analysieren, besteht in Deutschland wohl noch ein deutlicherer Bedarf für klare und faktenorientierte Informationen. Es ist aber höchste Zeit, diese Dinge anzusprechen. Und da die Systemmedien bei der Aufklärung bisher weitestgehend versagen, muss dies aus dem Volk herauskommen. Und wir werden nicht aufhören, auf die Straße zu gehen, bis wir diese Ziele erreicht haben. Und wir werden auch nicht aufhören, Fragen zu stellen, auf Fehler hinzuweisen, den Leuten die Augen zu öffnen. Für uns, für unser Land und für unsere Kinder. Danke.